Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Es wird ein Kopfhuten-Video geben, wo normalerweise würde ich anfangen zeigen, wie es geht. Aber ich habe immer Fragen, Jason, warum machst du das? Warum machst du das? Was ich für selbstverständlich nehme, ist nicht wahrgenommen von anderen Leuten. Das heißt, das sind immer noch ein paar Sachen, wo die Anfänger nicht klar mit sind. Ich dachte aus ein neues Format heute. Ich habe einen Freund und meinen Nachbar eingeladen heute, der Wally. Ich sage seinen Namen immer falsch. So, jetzt haben wir gesagt, wir sollen ihn Wally nennen. Wally, das ist nicht dargestellt jetzt. Dieses Video, was ich finde, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt mit. Wally angelt schon ein paar Jahre jetzt. Erzählt er gleich, was er alles bis jetzt gemacht hat. Aber jetzt hat er gesagt, Jason, ich kaufe mir einen Kopfhuter. Aber wenn ich kaufe, dann machen wir zusammen einen Tag zusammen und du zeigst mir, wie das geht. Klar, sage ich, kein Problem. Und dieser Kopfhuter steht bei ihm im Wohnzimmer schon seit wie lange? 2 Monate. 2 Monaten. Haben wir gewartet auf Drehtermin, weil ich habe gesagt, gut, wenn wir das machen, nehmen wir die Kamera mit, nehmen wir euch mit und machen wir einen schönen Tag daraus. Erstmal, Wally, erzähl mal, wie du richtig heißt und deine Angelkarriere bis jetzt. Hallo, mein Name ist Valeri. Ja, habe meinen Angelschein 2016 gemacht. Damals habe ich mir die ganze Equipment für Karpfenangelei gekauft, leider nicht so viel Erfolg gehabt. Und ja, dann habe ich Jason kennengelernt und ja, dann kamen wir so in Kontakt. Und ja, dann habe ich angefangen ja, mit der Fiederrute zu angeln. Ja, die letzten 3-4 Jahre dann mit der Fiederrute geangelt. Ja, und jetzt habe ich gedacht, möchte mal gerne was anderes ausprobieren. Habe ich mir dann eine Kopfruter angeschafft. Und da ist es, der Kopfruter. Ich muss extra. Nagelneu. Ich muss extra ein Handtuch runterlegen. Weil für mich hat er auch einen Spitznamen, der heißt Mr. Pinnerlich. Ne? Er ist, eigentlich sollte ich nicht erwähnen, sein Haus, bei ihm zu Hause ist alles Pinnerlich. Wie heißt das? Blitzerblank. Sein Auto, in sein Auto. Ich darf nicht mal einsteigen, ohne einen Sack über die Schuhe zu sehen. Und ich weiß auch noch, in seinem Wohnzimmer momentan. Du sollst aber bitte nicht alles verraten, Jason, was ich in meinem Wohnzimmer stehen habe. Dieser Minebox, der XR36, hat er auch. Wo ist das momentan? Hast du auch? Steht momentan im Wohnzimmer. Schön benutzt? Nein. Nie benutzt. Der steht als Deko im Wohnzimmer. Naja, ja. Jetzt habe ich die nagelneue Kopfhuter. Das wird im Wehtun, weil wir müssen auspacken. Ja. Wird ein bisschen schmutzig, hoffentlich heute. Aber zurück zum Videoformat heute. Wally wird angeln, ich sitze neben, erkläre ein bisschen mit der Kopfhutenangelei und hoffentlich, dass für euch ein bisschen auf Sprung kommen, ein bisschen Kopfhutenangel zu machen. Ja? Dann würde ich sagen, Wally, wie gesagt, der angelt schon ein paar Jahre schon. Ich würde sagen, bau mal deine Sachen auf, wie du normaler immer aufbaust, ne? Für die Kopfruter. Dann komme ich, gucke ich dazu und gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie mit der Kopfruter Aufbau sein sollte. Ne? Machen wir so. Alles klar, lass uns aufbauen. So, wir haben nur die Box aufgebaut und den Tisch und so. Sitze ich gerne hin, Valerie. Wir gucken erst mal, was du aufgebaut hast. So, genau. So, ein paar Kleinigkeiten erstmal. Erstmal Kopfrutenangeln. Man will so dicht am Wasser sitzen wie möglich. Das hast du gut hingekriegt. Weiter, dann rutschen wir nur im Wasser. Was mir nicht gefällt, ist, die Box ist nicht gerade. Der Sitz ist nach vorne. Da okay. Bist du bei Kopfhuten gerade 13 Meter, kriegst du Probleme mit dem Rücken später, ja. Wenn man nicht alles gerade. So, mach mal die Beine zusammen. Ne, sitz mal hin. Mach mal die Beine zusammen. Normalerweise, die Beine sollten 90 Grad sein. Ne? Später, wenn du Kopfhut auf der Knie hast, das sieht schon gut aus. Da brauchen wir keine Fächer wegnehmen oder zumachen. Ja, und die einzige noch, würde ich sagen, dass hier hinten, wir werden die Beine ein bisschen
umstellen. Hier hast du die Teleskopik benutzt, aber die Beine brauchst du nicht. So, die würde ich richtig runter aus dem Weg, dass wir nicht so viele Beine überall. Und eins würde ich sagen, die Frontbar von uns, eine wunderbare Entwicklung. Heute wirst du nicht brauchen, weil das ist für die Faulenzer. Wir werden arbeiten heute. Frontbar weg, Socke bleibt, Tisch bleibt. Ja, super. Richten wir geradeaus. Okay. Moment, 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 Walli, was machst du? Was machst du? Nicht aufmachen. Ja, raus. Tut mir leid. Es ist dieser Punkt, muss ich wirklich erwähnen, wenn du ein Matchangler sein und so, wir müssen ein bisschen schmutzig werden. Ne? So, die Abrolle brauche ich. Es tut mir leid. Hier, der Rasen ist sauber. Der Rasen ist sauber. Bringst du? Jawohl. Nicht so dicht. Ja, aber die Abrolle brauchen wir gleich. Ne? So, jetzt kannst du weiter die Kopfhute aufbauen. Valerie, dein Kopfrouter hat 8 Teile. Ne? 8 ist die Handteil, sage ich, bei der 13-Meter-Teil. Okay. Dann geht es runter auf 7 und so weiter. Immer wenn man hört, man angelt Top 4, das heißt, die Wassertiefe ist ungefähr, du brauchst die Montage, die Top 4 Teile. Die Top 4 vom 1, 2, 3, 4, das ist ungefähr, was weiß ich, 6 Meter, 6 Meter 10. Und das ist die Wassertiefe dann. Ne? Okay. So, ich fange an hier mit deiner Handteil, die 8 und die 7. Die 7 ist hier, die Nummern sollte immer in einem Flug sein. Warum das ist, in der Fabrik, diese Carbon wird überlappend. Und diese Überlappung ist der Rücken vom Kopfrouter, der stärkste Teil. So, wenn alle diese Teile alle in einer Linie sind, dann ist der Kopfrouter am effektivsten. Ist, ne? Okay. Was ich mache ist, wenn ich, dein Kopfrouter ist nagelneu, wenn du das vom Anfang an machst, später wirst du jahrelang Freude haben. Erstmal immer zusehen, dass die immer sauber sind. Ne? Kein Sand, kein Dreck dazwischen, auch in den Innenteilen. Aber bei dir sind alles Picobello, Mr. Picobello. So, ich lasse, die sind ein bisschen versetzt, ich lasse die rein. An der letzten Zentimeter drehe ich, dass die Nummern zusammen sind. Wir haben so einen Korkeneffekt. Und was passiert, wenn ich auseinandernehme, gehe ich die andere Richtung. Und dann nach jahrelang, ist egal was passiert, du kriegst immer eine schöne Form. Und ja, die Teile werden nie auseinandergehen nach 5 Jahren oder 6 Jahren. Du kriegst immer eine schöne Form drin. Das sind Teil 8 und 7. Unser letzter, was ist das? 3,50 Meter oder so. Du angelst zum ersten Mal. Wir werden erstmal mit der Kopfrute kurz angeln. Das heißt mit den Top 6 Teilen. Diese 2 Teile lassen wir weg. Okay. Wenn du ein bisschen Gefühl mit der Route hast, ein paar Fische hoffentlich gefangen hast, dann würden wir auf volle 13 Meter gehen. Aber erstmal, dass wir ein Gefühl für die Route hast, lassen wir die 2 Teile weg. Ne? Super. Alles klar. Mensch, Mensch, ich sehe, dass du fleißig einkaufen warst. Nicht mal ich habe diese Teile. Das sind die Protector-Teile für jede Teil ab dem 5. Stück. Ja? Die Route soll jahrelang Freude bringen. Ein bisschen Schutz ist nicht schlecht. Teil 6 haben wir da, steht drauf Nummer 6. Halt mal kurz. Jo. Stecken wir die Nummer 6 rein. Und da ist so wunderbar, wenn immer an der Abrolle hin und zurück geht, dass unser Originalteil nicht kaputt geht. Wenn das kaputt geht, es hat ein schöner Schaumstoffgummi hinten, da schützt du wunderbar die Teile mit. Ne? Hast du jahrelang Freude damit. Jason, kommst du mal bitte? Jo. So, jetzt erklär mir mal bitte, wie stelle ich vernünftig die Abrolle ein? Ja, das ist ein gutes Thema. Die Abrolle, jetzt angeln wir mal kurz. So, wir brauchen eine Abrolle ziemlich dicht dran. Erstmal von Erfahrung schätze ich erstmal, aber ungefähr so. Aber das kannst du wirklich nur feststellen, wenn du am Angeln bist. Wenn du den Topkit draufsteckst, rollst du raus. Wenn die Abrolle zu weit nach vorne ist, ne, dann kommt die Rolle nicht weg. Da wirst du jetzt schon. Aber wenn es zu weit weg ist, dann fällt er runter und alles geht nach oben. So ist alles mit Balance zu tun. Ne? Sobald die
Roller, die Router die Rolle ablässt, sollte es schön in der richtigen senkrechte Position sein. Okay. Nicht nach oben gehen und nicht nach unten gehen. Ja. Das kannst du erstmal feststellen, wenn wir jetzt erstmal gleich löten. Wir wollen jetzt auslöten. Jo. Wie ist der Platz da draußen? Und ich weiß, die Teich hat Top 3. Ich habe von mir ein Top 3 Kit aufgebaut. Gott sei Dank habe ich auch die gleiche Kopfhuter zu Hause. Habe ich mein Top-Kits ausgeliehen, weil wir wollen nicht auf Top-Kits Gummi einbauen. Montage gehen wir auch nicht drauf heute. Es geht um reiner Kopfhutenanglei. Das ist das sogenannte Top 3. 1, 2, 3-teilig. Das ist bei, ich glaube, das war 4,20 Meter, bin ich jetzt sicher. Aber wir angeln heute in ungefähr 3 Meter Wasser. Das sollte ausreichen, Top 3. Und später gehen wir auf die 13 Meter, da werden wir Top 4. Und der Junge hat ein paar Muckis, das wird harte Arbeit heute. Aber ja, erstmal mal sehen. Wenn du was hast, Fragen hast zwischendurch, ich laber ein bisschen zu viel. Ja, bitte. Wir machen erstmal auslöten. Auslöten heißt das? Kannst du auch Deutsch? Ein bisschen. Auslöten. Geht's an Auslöten jetzt? So, Lotblei, hast du schon? Nein. Ich wusste, dass ich Sachen mitkam. So, hier, ich gucke jetzt ab, jetzt nur zu. So. Valerie, Top 3. Bitteschön. Jawohl. Jason, Frontbar fehlt. Was fehlt? Wie soll ich das machen? Die Frontbar. Ja. Ah, siehst du? Okay. Ohne Frontbar. So, pass auf. Erstmal, entweder ich halte immer so. Ah, okay. Ne? Hast du eingehakt, hast du beide Hände frei noch. Ja. Oder einfach zwischen die Beine klemmen. Ohne Frontbar wäre das schöner, aber für Anfänger denke ich, ist ein bisschen im Weg. Gerade wenn wir Fische reinschwingen und sowas, will ich hier alles frei haben. So, meine Lieblings, unter die Arme, hier drauf, dann hast du beide Hände noch frei. Das sind die Kleinigkeiten, wo ich einen neuen Angler brauche, weil für mich ist immer selbstständig. Arm hier runter, warte. Genau. Und jetzt hast du zwei Hände frei. Jawohl. Lotblei, weißt du, wie das funktioniert? Drücken, so. Die Haken kommt da rein. Okay. Wo kommt er? Hier? So? Ja, und zulassen. Aha. So, der hängt schon auf den Haken. Ja. Und das hoffentlich am Boden kommt, dann können wir sehen, was wir tiefer. So, ich übernehme das erstmal und zeige ich dir einmal. Das ist die gleiche Aktion, ob da Marder drauf ist oder Köder oder Lotblei. Wir machen immer die gleiche Bewegung. Und es muss ziemlich schnell gehen, sonst können wir vorne im Kraut mit der Lotblei oder mit der Haken später hängen bleiben. Okay. Wir angeln geradeaus heute, 12 Uhr, sagen die alle. Und wir werden auspendeln zwischen 1 und 2 Uhr. Pendeln wir das aus, das Ganze. Ausgestreckt im Wasser. Stecken wir unser Teil rauf und dann schnell raus. Das wäre denn, dann kannst du auch die Spitze ein bisschen hochnehmen, falls da irgendwie ein Kraut oder sowas unten ist. Wir haben das alles sauber rausgebracht. Ne? Ja. So, nimmst du die Kopfhute in der Hand. Okay, richtig ist, ich würde sagen, dass die Endteil mit deinen Ellbogen ist. Okay. Dein Beine zusammen machen. Genau. So, du kannst diese Hand auf die Knie resten. Und das ist deine, sage ich, normale Haltung bei der Kopfhuter. Mhm. Jetzt heben wir hoch und runter. Die Pose geht weg. Aber da hört die Spannung auf. Es ist ungefähr, schätze ich, 20 cm. So. Reinbringen, ganz vorsicht, auf die Abrolle absetzen. Weiter bis Teil 3 und 4. Auseinanderstecken in den Sock und hoch und fangen. So, jetzt nimmst du den Lotblei ab, Haken hinten dran hängen. Genau. Ich habe die Montage ungefähr 30 cm kürzer als das Endstück, dass wenn du kleine Fische einhebst, dann kommt die zur Hand. Dann, ne? So, dann kann ich einfach die Pose einfach verschieben? Ja, einfach so, was oder? Heißt einfach so? Ein bisschen Spucke ist immer gut, ich lasse dir das machen, nicht, dass wir hier unsere Bakterien auswechseln. Nass machen, ein bisschen schieben, 20 cm vielleicht war das. Ne? Und jetzt setze ich mich hin. Und das Ganze nochmal. Was immer darauf zu achten auch ist, dass die Montage nicht verwickelt ist. Ja. Du kannst auch die Spitze ins Wasser packen. Okay.
richtig im Wasser. Sieh mal eine Montage, dass der Gummi auch ein bisschen nass wird. Das ist immer gut für Lubrikation. Okay. Ja. Und ausschwenken. So, einmal zur Seite. Zack. Jawohl. Draufstecken, schnell wie möglich. Und raus. Und bleibst du nirgendwo hängen dann, ne? So, gleiche Position. Erstmal. So ist gut, was du machst. Du kannst auch ausschwenken, aber wenn du ausschwenkst, musst du natürlich aufpassen, dass es wirklich unter der Spitze erstmal die Blei ankommt. So, was haben wir da? Nochmal runter. Runter, 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 runter. Ey, das ist minimal nochmal 20 cm. Das täuscht immer, ne? Ja. Rein. Ja, kostet alles Zeit, diese Auslöten, aber ist ganz richtig, weil wenn du nicht den richtigen Boden hast, wir machen das ein bisschen einfach jetzt. Ich weiß, die Stelle ist gut oder der Boden ist ziemlich gleichmäßig nach unten. Machst du einfach weiter. So, normalerweise würde ich aber meinen kompletten Platz aussuchen. Was finde ich für Kanten und so weiter. Wir sparen jetzt ein bisschen Zeit, das wird komplizierter. Das ist ein Thema für sich. Für jetzt wollen wir nur die richtige Tiefe für den heutigen Tag finden. Und jetzt bin ich gespannt, weil sein Pose ist einmal gewickelt um die Kopfrute, was er da macht. Jason, dafür braucht man immer Übung. Einfach, ne? Sehen. Ist alles frei jetzt. Okay. Super. So. Jetzt ausschwenken. Zack. Das sieht schon nicht schlecht bei dir aus. Ja, was haben wir da? Oh, da ist, ja, aber immer noch 3-4 cm, ne? Ja. Was eigentlich nicht schlecht. Heute würde ich sagen, wir fangen an bundig. Machst du einfach weiter. Bundig, das heißt, wir angeln genau am Boden heute. Wenn es feststellt, dass wir den Rotaugen fangen, dann stelle ich so 5 cm über Boden. Das ist die Basics. Und wenn es kleine Skimmers oder Brassen sein wird, dann liegen wir ein bisschen auf. So fressen die entsprechenden Fische am liebsten. Jetzt ist richtig, nur die richtige Tiefe zu finden. So, wir können das ein bisschen schneller entwickeln. Das dauert 3-4 Mal, wie man sieht. Wenn wir die richtige Tiefe haben, dann würden wir mit irgendwie ein Maße, ich habe so ein Edding 950 oder gibt Stifte oder manche Leute benutzen kleine Gummiband oder sowas, dann würde ich auf die Route markieren, die Wassertiefe. Falls wir Verwicklung bekommen oder die Schnur geht kaputt oder was nicht sein sollte, aber wir können eine neue Montage drauf machen und wir haben immer noch unsere Tiefe vom unser Angelplatz. So, jetzt haben wir die perfekte Wassertiefe gefunden. Das war so 5 mm unter der Spitze. Man sieht, das ist mein Top-Kit, der ist voll mit Markierungen. Aber da kratzen wir ein bisschen weg gleich. Dann wissen wir, das ist die oberste rote Markierung, ne, für heute. Da haben wir immer unseren Platz jetzt, unsere Tiefe, falls wir die Montage ändern wollen. Wir wissen genau, in welcher Tiefe wir angeln. Wollen wir angeln? Ja. Ein paar Fische fangen? Auf jeden Fall. Ich hole mal ein bisschen Futter. Und geht's los. So, Valerie, heute kein Hexenwerk mit Futter und so weiter. Wir haben einfach ein Rotaugenfutter. Gibt's genug YouTube-Videos über Futter? Ein einfaches Futter heute. Das Thema ist, wie gesagt, nicht Futter. Es ist nur reiner Kopfrutenangler. Und dazu habe ich wirklich nur ein paar Pinkies. Die kommen im Futter. Oh, schon zu viel. Die kommen im Futter, mischen wir ein bisschen unter. Mehr brauchen wir nicht. Hakenköder nimmt er raus aus dem Futter. Das reicht für heute. Basic, Leute, basic. Wir wollen hier ein Gefühl bekommen mit der Kopfrute, ein bisschen Spaß haben. Wir brauchen nicht kompliziert machen. Mitgeliefert mit deinem Kopfrute ist ein sogenannter Cupping Kit. Das ist einfach ein Top Kit, wo wir dein Futter rausbringen am Platz. Ne? Kennst du? Ja. Der einzige Tipp für Anfänger würde ich sagen, normalerweise, wenn ich an Futter will ich so viel futtern, dann angel ich mit solchen Bällen, die passen gerade in den Cup. Ne? Für Anfänger, wegen dem Gewicht, bis man ein Gefühl bekommt für seine Route, würde ich empfehlen,
Das wäre erstmal mit kleiner Bella, dass wir nicht so viel Gewicht dran haben, weil da wird Bewegungen geben, wo ein bisschen falsch ist. Man kann die Kopfhute kaputt machen, ne? Das ist so. So fangen wir an mit kleiner Bella. Ich würde sagen, nach Erfahrung machen wir hier 3, 4 kleine Bälle da rein. Okay. Und dann zeige ich dir, wie wir das machen. Wir können ja schon ein paar machen, ne? Jason, ich kann so nicht angeln. Handtuch. Beim Kopfangeln immer Handtuch. Und für dich, Mr. Penalist, sowieso. Das ist nicht dein Handtuch, das ne? Das ist nicht meiner, Jason. Ja, ist ein bisschen dreckig. Ja. Legen wir los? Ball einlegen. Zack. Einfach raus. Immer ein bisschen Augen nach vorne. Genau, weil wenn es zu viel Bewegung gibt, es kann sein, dass es rausspringt. Jetzt kleine Handbewegung. Weiter, weiter, weiter. Whoop. Und da hast du gesehen, die Kopfhute hat die Rolle verlassen, ja. Und deins ist alles nach oben gegangen. Das heißt, theoretisch müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten bewegen. Ne? Okay. Das ist nicht so. Dann mache ich das, bringst du den Futter auf den Platz. Stopp! Wie immer, angeln, Fiederangeln, egal. Eine Seal aussuchen gegenüber. Ich hatte zum Beispiel diese grüne Tonne da genommen oder Ende des Steg genommen, dass du da an Angelplatz, da wo wir ausgelötet haben, natürlich. Okay. Und dann einfach nur zack. Wegkippen und zurück. Okay. Und der Roller. Wunderbar. Genau. Mach mal das 3, 4 Mal. Ja, der Top-Kit oder Cupping-Kit hat absolut kein Problem. Große Bälle oder sogar Erde, was mehr wiegt. Nur man muss da das Gefühl dafür haben. Jetzt, genau, und abkippen. Der Top-Kit ist natürlich, der Cupping-Kit ist natürlich die gleiche Länge wie ein Top-Kit. So dein Futter kommt genau auf den Platz, wo du angelst. Ist ein bisschen ungewohnt alles. Ja, das ist die erste Erfahrung mit dem Kopffutter, ne? Die Montage rauszubringen, das wird leicht sein. Den großen Ball auch? Nein, den großen Ball nicht. Oder willst du versuchen, den großen Ball zu... Los, mach mal einen großen Ball. Cupping Kit. Ja. Mach nicht kaputt. Jetzt kommt der große Ball. Da wirst du merken, den Unterschied. Und stell mal das nachher auf 30 Meter musst du machen. So, jetzt siehst du, was für ein, wie der Router biegt, aber er kann das ab. Nur was gefährlich ist, wenn man zu viel Hektik ist und du hast zu viel Bewegung, da kommt es zur Gefahr, jeder Kopfrouter hält das nicht auf, wenn du falsche Bewegung machst. Aber wunderbar, kipp das ab, jetzt haben wir viel zu viel Futter am Platz. Ja, super. So, das haben wir. Haben wir angefuttert, ne? Oh, will er gleich angeln. Bist du bereit? Ich leg mal gleich los, ne? Jason, Pinkies, ganz normal wie beim Federn auch? Genau, so wie bei Federn. Später, wenn wir ein bisschen spezialisieren und wollen langsam absinken, dann können wir die Maden ein bisschen anders haken. Aber für jetzt einfach... Oh. Hose gefangen, schnell Kameramann, der hat die Hose gefangen. Immer aufpassen, dass alles gestreckt ist, dass die Pose nicht um die Spitze wickelt. Ja. Ich habe extra für dich jetzt eine 1,5 Pose. Eigentlich ein bisschen zu schwer für diese Situation. Aber für Anfänger lieber schwerer, dass wir dann ein bisschen mehr Gefühl kriegen. Und später kannst du immer fein machen, wenn du... So, jetzt merke ich aber den Wind, es war windstill heute Morgen, jetzt haben wir volle Pulle Wind und das blast alles rein. Biss, Fisch, eine Minute. Nicht mal, ne? Richtig ist, jetzt Kopfhuter zurück. Ich erkläre gleich, du bringst den Fisch, der ist noch dran. Richtig ist immer Spannung. Sobald du Lochung hast, es kann sein, du verlierst den Fisch. Die kannst du einschränken. Los, rein und fang ihn. Glückwunsch, der erste Kopfrote Fisch. Was haben wir da? So ein kleiner Guster. Kleine Guster. Hast du super gemacht. Guter unter den Arm. Kannst du schön arbeiten mit der Hakenloser. Glückwunsch zum ersten Kopfroten Fisch. Vielen Dank, Jason.
Rauspendel, ja, alles gestrecht, also ein bisschen rausbringen. Mit auswerfen, das ist, muss gefüllt werden. Und auch gegen den Wind ist schwierig, ne? Genau das Gleiche. So, einfach auf den Futterplatz, langsam runter. Es gibt verschiedene Technik, wie man denn in Absinken und sowas, ja. Aber für heute egal. Wir bringen das Köder auf den Futterplatz und hoffen auf das Beste. Muss man auch zwischendurch nachfüttern oder wie machst du das? Das werden wir machen, gucken wie, genau. Und jetzt, ja, die Route nach oben war gut, hast du super gemacht, und gleich nach hinten. Du kriegst schon ein Gefühl, ob das ein guter Fisch ist, ein großer. Der ist ein bisschen größer als der letzte, finde ich. Ja. Der Gummi kommt ein bisschen raus, reinbringen. Dann kannst du schön, ich würde sagen, nimmst du die Kescher, wenn du, ja, das ist ein Kescherfisch. Den Keschen war, super machst du das, wunderbar. Schöner Fisch. Ja, bräuchte ich. Dann merkst du, hattest du die Frontbar gehabt, ist das alles im Weg. Das kannst du später, wenn du geübt bist. Frontbar ist schon nicht verkehrt, ne? Schöne Fisch. Jason, ist das ein bisschen langweilig für dich? Nein, nein. Ich mach mir. Gefällt dir das? Super. Ja, dann bin ich auch zufrieden, ne? Ich denke mal, mit der Frontbar ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Du und dein Frontbar. Die Fische sind da, die Fische sind aktiv. Du musst aktiv bleiben. Das heißt, wenn du in der Frontbar ablegst, klar, ist alles bequem und sowas, aber du bist nicht so schnell reagieren. Die Fische sind da am Platz. Jetzt geht es um Schnelligkeiten. Okay. Heute nicht. Wir wollen nur lernen. Plus, wie gesagt, die Frontbar wird nur im Weg. Wir wollen basic bleiben. Aber klar, Frontbar wird schön. Aber du lernst den harten Weg bei mir. Ne? Oh. Wie gesagt, wenn du jetzt dieses Mal, jetzt. Ein bisschen mehr Anschlag. Ne? Der Gummi, der kommt raus. Der, okay, der federt das Anschlag alles ab. Oh, der ist ein bisschen größer. Ne? Aber du kannst ruhig ein bisschen mehr Anschlag machen. Und immer richtig ist, unter Spannung halten. Ja. Sobald du diese Spannung verlierst, guck mal, wie Gummi ist. Dann verlierst du die Fische. Kescherbräuch. Ja. Oh, schöner Fisch. Schöner Herbsttag. Die Fische wollen ein bisschen Futter zunehmen, bevor der Winter, und den schnappen wir. Zack. Oh. Zack. So, Jason, da sind ja ungefähr 30 Minuten schon vorbei, ja, wir angefangen haben. Wie sieht's aus? Wann sollen wir noch mal nachfüttern? Nachfuttern, das ist immer die goldene Frage. Du fangst noch. Lass mal noch 10 Minuten, 15 Minuten sogar. Solange du fangst, braucht man nicht nachfuttern. Ne? Okay. Aber wenn wir merken, die Fische lassen nach, dann können wir da den Tisch ein bisschen neu bedecken. Ne? Ja. Du willst nur dein Cupping-Kit benutzen. Ne? Ja, das war schon zu spät. Ja. Deswegen Frontbar. Mit Frontbar wärst du noch langsamer gewesen. Ne? Jason, du lenkst mich ab, wenn du zu viel sprichst. Entschuldigung, Entschuldigung. Mach weiter. Hier, der Knie nach vorne. Hier ist die Angelposition. Entschuldigung, Meister. Du gehst schon in den Faulenzer hier jetzt. Und wenn der cool aussieht und die Kamera läuft, immer mit Einhand angeln. Ne? Oh. Und was Großes? Ja, schön Rotauge. Ja, schöne Fische. Das ist der optimale Fische für diese Anglerei, gerade wenn erst einmal mit der Kopfhute. Das ist schön. Wenn der Karpfen beißen jetzt, dann bist du verloren, glaubst du mir. Erstmal so langsam aufbauen. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Wind im Gesicht jetzt. Das heißt, die Pose treibt zu uns. Ne? Was ich normalerweise machen würde, die Schnur zwischen der Spitze und der Pose, die würde ich verkürzen. Okay. Dass die Pose nicht so weit reißen. Aber das werden wir nicht machen heute, weil dann kriegst du mehr Vertüttelung beim Rausbringen. Wenn die Pose so dicht am Spitze ist, ja, das wird zu Problemen. Das kommt später. Ich versuch's. Zack. Ja. Und dann gleich, du merkst, es ist keine Brassokarpfen, kannst du schon in bewegende Route bringen, dass du diese Spannung hast. Ja. Wenn du merkst, jetzt stopp. Guck mal, wie viel Gummi, dann lass ihn spielen. Jetzt, oh, er will Gas geben jetzt. Das ist schon ein besserer Fisch, oder? Ja. Was ist der? Oh, ein schöner Rotauge. Schöner Rotauge.
Und woher? Fiederangler, die kriegen schon, was wollen wir singen? Was sagt man? Kinderfrei, sage ich. Ja, die werden begeistert, wenn die Spitze rumgehen. Wir Kopfhuten angeln, wir sind begeistert, wenn der Gummi rauskommt. Ne? So, Barry, hier, wenn nichts beißt, ja, versuch mal, genau, ein bisschen bewegen und halten. Nicht zurück, nicht, dass es zurückläuft. Einfach ziehen und halten. Da, siehst du, hast du gleich ein Biss bekommen. Nochmal versuchen. Lassen wir erstmal stehen. Da ist dein Köder noch am Absinken. Und das für die Rotaugen, das ist, die lieben das, wenn der Köder noch am Absinken ist. So, wir warten ein bisschen lange auf die Bisse jetzt, merkst du, ne? Fische werden kleiner. Ich würde sagen, pack mal einen Ball hin. Futterball, ne? Warte. So, ein kleiner Tipp wegen der Gegenwind jetzt. Wenn du diesen Futterball, versuch mal so 30 cm kürzer. Und dann angeln wir, denn, weil jetzt der Wind drückt alles rein. Ja. Dann angeln wir dann immer noch auf der Angelplatz. Ne? Dann hörst du auf, 30 cm kürzer. Immer den Kopf nach vorne gucken. Immer. So, und bis, stopp. Okay, hör das ein bisschen zurück, zurück. So, jetzt kippt ihr da ab. Und jetzt, wo der Wind unsere Montage reindrückt, wir angeln jetzt genau auf dem Futterplatz wieder. Okay. So, mal gucken, ob das bringt die Fische, oh, ob die Fische schneller beißen wieder. Ja, Kescher, Kescher. Oh, schon ab? Nee. So, noch ein kleiner Trick, was du machen kannst. Nimm mal die Pose 20 cm aus dem Wasser. Ja, oh, schon zu viel, sage ich nur den Körper. Lieg nach links und festhalten. Ja. Ich versuche, ich nehme mal den Kopffutter, dann nimmst du 20 cm raus aus dem Wasser, legst du zur Seite und halten. Ach so, okay. Ne? Halt mal. Ja. Da haben wir dann die Köder ein bisschen nach oben gebracht und lass von alleine durch das Vorfach ohne Bleiung die Köder alleine fallen. Und das reißt die Fische an, so wie da. Das ist typische Rotaugen. Aber eigentlich, was wir machen, wir angeln gerade bundig. Ne? Wir könnten jetzt zum Beispiel 5 cm die Pose nach unten, dass wir höher. Und da, da eigentlich die Rotaugen beißen besser damit. Aber wir wollen noch eine Chance auf ein paar Skimmer, so kleine Brassen. Ne? So, schön machst du das, Valerie. Macht Spaß, ne? Ja. Schön. Oh, da nimmst du die Kescher, bitte. Weißt du was jetzt? Ich habe ein Gefühl, ich mache dir ein bisschen nervös. Ich gehe da hinten. Liege ich mich im Auto und trinke einen Tee. Ne? Halbe Stunde alleine. Bisschen willst du mich alleine lassen, Jason? Ja, alleine lassen. Bisschen anfuttern zwischendurch, ne? Nicht vergessen. Okay. Ein bisschen Spaß haben. Wenn du Karpfen hakst, ne? Ruf mich. Ne? Alles klar, mach ich. Klar. Viel Spaß, Jason. Gute Nacht. Schöner Fisch. Wie ich sehe, das läuft ganz gut bei dir, ne? Ja. Bist du zufrieden damit? Ich bin sehr zufrieden, Jason. Schön. So. Zack. Bist du bereit? Wollen wir auf 30 Meter gehen? Ja. Ja, alles machen klar. Wir. Dann machen wir ein paar Futterbälle. Normalerweise würden wir bei Kopfrutenangel anfangen bei 30 Meter. Wir würden mehrere Spuren haben. Und wir würden eventuell, wenn es gut beißt, wir bringen die Fische nach innen. Jetzt gehen wir von innen nach außen. Es ist nur für Training. So, ich baue. Du machst ein paar Bälle zusammen, ich mache die Route fertig, einen Abroller und gucken wir auf die große Entfernung. Jawohl.
Mal gucken, ob wir, bis jetzt hast du super gemacht, keine Verwicklung, nichts gehabt. Mal gucken, wie er klarkommt jetzt mit der 30 Meter Futterung. Ich habe extra die Bille ein bisschen kleiner gemacht. Ja, wie am Anfang gesagt. Genau, damit man ein bisschen Sinn. Gefühl reinbekommt. Genau, hier. Ah, hier unten. Das ist alles ja, das nur ist Übungssachen. So, kurze Bewegung, Hände dichter zusammen, kurze Bewegung. Wow! Der Ball ist rausgekommen, aber nicht, ist zurück im Cup gegangen. Auch hier, nicht auf volle Länge futtern, erstmal hier 40 cm da abkippen. Und dann Angel war hinter die Futter. Okay. So, kipp mal ab. Zack. Versuch mal, dass es nicht im Wasser kommt. Erstmal willst du keine nasse Hände haben und du willst keine Wasser in der Cup haben. Das sieht schon gut aus. Ich habe nicht drauf Top geachtet 4, mit der ne? Kopfrute. Genau, Top 4. Sonst sieht alles gut aus. Hier lasst ihr Zeit, dass das richtig zusammen ist. Genau. Ja, die Abrolle würde ich ein bisschen tiefer machen gleich und ein bisschen weiter zurück. Ja. Hey, nicht so einfach, ne? Tja. So, gleiche nochmal. Versuch mal aber die Hände nicht so hoch zu machen, okay. Mehr tiefer und kürzere Bewegung. Da hast du mehr Stabilität in der Route und der wackelt nicht so viel. Ja. Angst, dass ich da ins Wasser reinkomme. Genau, deswegen habe ich ein bisschen tiefer gemacht, weil der zu hoch war. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Immer Zeit lassen, kein Stress. Auch bei den Profis gehen die Teile kaputt beim Cupping, wenn das nicht richtig gemacht ist. Oder ein bisschen falsche Windbewegung. So, ich denke, das reicht erstmal mit Futterung. Und wie gesagt, ist alles wie auf die kurze Bahn genau das gleiche, nur im XXL. Ja, da merkt man schon, das ist ein Unterschied. Jetzt habe ich für dich hier, schwing mal raus, genau, alles schön gestreckt raus. Jo. Jetzt habe ich 2,5 Gramm Pose drauf. Okay. Und auch hier habe ich ganz viel Schnur zwischen Pose und Spitze, dass du keine Verwicklung bekommst. Sonst normalerweise würde ich ein bisschen kürzer haben. Ja. So, das Ganze raus aus dem Wasser. Richtig raus, komplett raus und schwenken ein bisschen nach außen, weil wir einen Gegenwind haben. Jawohl. Pose auf den Futterplatz bringen und stillhalten, dass das Ganze langsam absinkt auf den Futterplatz. Fisch. Und hier ist noch besonders darauf zu achten, Spannung, immer die Spannung halten. Mit den 30 Meter ist ein bisschen schwieriger als kurz. Aber es ist alles nur Übung. Ui, wunderbar. Zack. Erster 30 Meter Fisch. Juhu, geschafft. Ja, und jetzt ist wichtig, dass du vernünftig sitzt, ne? Ein bisschen gerade sitzt, die Beine nach vorne. Und dass du benutzt dein Knie als Halterung für die ja. Kopfrute. Ne? Was du auch machen kannst, eventuell, wenn du mehr Übungen hast, ich benutze das Knie zum Anhauen. Das heißt, da geht der Fuß hoch, bevor mein Bein reagiert. Bevor der Fuß ja. und der Bein geht hoch, bevor meine Hand reagiert. Okay. Auch hier ist einfach alles genau das Gleiche, was du vorne gemacht hast. Also ein bisschen mehr anstrengend. Ja, die Vorteile vom Kopfrutenangel über Rollen und Rute, wie du es gesehen hast, wir können unsere Pose besser präsentieren, unsere Montage besser präsentieren. Wenn nichts geht, dann können wir neu rein, raus, wo es mit der Rollen und Rute hast du nicht die Kontrolle. Wir können gegen die Strömung, wir können gegen den Wind, gegen die Elemente steuern, ja. dass wir unsere Pose immer auf unserem Futterplatz haben. Ja, und, oh, verpasst.
Da ist er. Genau. Versuch mal nicht so lange nach hinten zu gucken. Ein Blick nach hinten, dass er kommt. Aber das kommt auch mit Gefühl. Irgendwann weißt du, wo die Abrolle ist. Du brauchst nur schnell gucken, dass du immer ein Auge auf die gespannte Montage hast, die Gummi. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen öfter angeln fahren mit der Kopfrute, damit ich ein bisschen Gefühl reinbekomme. Das ja? ist das. Ah, üben, üben, üben. Das ist auch. Upp. Wow. Die Route. Und einfach ohne Stress. Weil wenn Stress ist, dann immer. Ne? Diese Teile, der Kopfrouter, ist ein sehr empfindlicher Router. Ne? Wie leicht der ist, da ist hochwertiger Carbon. Und es kann leicht kaputt gehen. Einfach Respekt zeigen, die ganze Sachen. Aber keine Angst davon. Funktioniert ja genauso wie auf der kurzen Bahn, wa? Ja, ne? Das machst du, ich bin überrascht, du machst das schon nicht schlecht. Kein kaputter Teile, meine Montage sind alle heile. Und du hast gut Fisch gefangen, ne? Ich bin richtig überrascht, du hast das gut hingekriegt. Und jetzt heißt es wirklich nur üben, üben, üben. Da kommen die flüssigen Bewegungen, da kriegst du mehr Gefühl für die Router. Und dann hoffentlich dann gesillt auf große Fische kannst du, aber nee, das machst du ganz gut. Aber das stimmt, da hast du recht. Ich merke jetzt selber, dass beim Reinschieben, da muss man extrem aufpassen, ne, und das habe ich noch nicht. Genau. Ich muss immer nach hinten schauen, wo der Abroller steht. Ja, wie gesagt, keine Hektik, ne? Einfach genießen. Das ist in meinen Augen die Königsdisziplin unter dem Matchangler. Und genießen und Spaß haben dabei. Ne? Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Vielen Dank, Jason. Kein Problem. Tja. Wie gesagt, das hat super geklappt heute. Und genau das wollte ich zeigen heute. Wenn ich da sitze und ich angel, ich kann nie. Für mich ist selbstverständlich, warum ich das und das mache. Und erkläre ich gar nichts, warum man sitzt mit 90 Grad. Aber das sehe ich falsch bei anderen Leuten. Was heißt falsch? Ich sehe, das ist nicht ganz richtig. Und kann ich besser erklären. So, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht und ein bisschen mehr an Lust und Kopfrutenangeln für Anfänger. Und nächstes Mal. Hast du Lust aus dem Kanal oder Fluss sogar nächstes Mal? Auf jeden Fall. Wenn das Video dir gefallen hat, gleich abonnieren an den YouTube-Channel und dann siehst du die Videos, wenn die online kommen. Ne? Und hoffentlich drehen wir genug Videos für euch. Bis nächstes Mal. Tight Lines.